Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, der Felix, und willkommen bei Urgeschmack. Ich habe was Neues anzukündigen, ein wundervolles neues Produkt, nämlich das Urgeschmack-Kochbuch für Gourmets. Ein neues Kochbuch, das in jeder Hinsicht besser ist als sein Vorgänger. Nicht, dass der Vorgänger schlecht gewesen wäre, aber man kann alle Dinge immer noch etwas verbessern. Dieses Kochbuch enthält wieder 50 Rezepte, alle gemäß auch der Zone-Diät und der Steinzeiternährung, aber auch für jeden zu benutzen, der keiner Diät folgen möchte, sondern einfach nur sehr lecker essen möchte und dies sehr einfach erreichen möchte. Und ich hatte gesagt besser, denn jedes dieser Rezepte ist noch leckerer als im ersten Buch und noch einfacher zubereiten als im ersten Buch. Darüber hinaus gibt es eine aufwendigere Einleitung, sehen wir hier, in der kurz erklärt wird, wie das mit der Zone-Diät genau funktioniert. Und als Bonus habe ich hinten im Buch noch über 20 Seiten Lebensmitteltabellen, Zone-Blocklisten, jegliche Gemüsesorten, Obstsorten, Fleisch, Käse, Wurst und so weiter sortiert und es ist jeweils dazu geschrieben, wie viel von dieser Menge, wie viel von diesem Obst zum Beispiel einem Zone-Block entspricht. Hier haben wir zum Beispiel Ananas, 90 Gramm sind ein Block. Da kann man sich seine eigenen Rezepte ganz einfach und schnell zusammenstellen. Es ist eine wirklich sehr, sehr ausführliche Liste. Da fehlt eigentlich nichts. Da kann man sehr gut mit arbeiten. 20 Seiten. Auch das eine sehr große Hilfe, wenn man mehr mit dieser Diät, mit dieser Ernährungsform machen möchte. Und immer hilfreich, man kann damit sehr gut in ein Verhältnis setzen, wie es nun zum Beispiel sich zwischen Heidelbeeren und Bananen verhält. Heidelbeeren haben zum Beispiel wesentlich weniger Zucker, wesentlich weniger Kohlenhydrate. Um das Gebühren zu feiern, gibt es natürlich ein Sonderangebot, ein ganz spezielles Paket, nur solange der Vorrat reicht. Einmal dieses Kochbuch, das im Handel normalerweise 24,90 Euro kostet. Dazu gibt es das Kinderbuch Wolfi setzt den Trend. Das ist ein Buch, das ich mal geschrieben und im letzten Jahr veröffentlicht habe. Wolfi ist ein kleines Schaf und Wolfi wird es bei seiner Herde irgendwann zu bunt. Bunt ist auch ein gutes Stichwort. Diese Illustrationen stammen von Andrea Christen, sehr liebevoll gemacht. Dem wird es irgendwann zu bunt bei seiner Herde, weil sie sich immer über ihn lustig machen. Und er zieht los und erlebt Abenteuer. Entdeckt auch die Vorteile, die es hat, unabhängig zu sein. Und Wolfi liebt zum Beispiel auch Heidelbeeren. Und er entdeckt auch seinen Mut auf gewisse Weise und lernt neue Freunde kennen. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und dieses Buch kostet im Handel normalerweise 7,90 Euro. Und das gibt es kostenlos dazu, wenn Sie dieses Kochbuch bestellen. Dazu, denn das ist noch längst nicht alles, dazu gibt es noch das Handbuch für Nahrungsjäger, alles über Eier. Das hatte ich ja schon häufiger angekündigt. Und noch etwas gibt es dazu, nämlich ein Rezept, ein Premium-Rezept, das es nur zum kostenpflichtigen Download bisher gab. Das gibt es alles als ein Paket. Und das kostet 24,90 Euro, solange der Vorrat reicht, denn ich habe natürlich nicht unendlich dieser Bücher. Ja, wer auf den Wolfi verzichten möchte, der kann auf ein anderes Paket zugreifen, das auch nicht ewig erhältlich ist, nämlich dieses Kochbuch hier zusammen mit dem Handbuch für Nahrungsjäger und dem Rezept, von dem ich gerade eben gesprochen habe, also das ganze Paket nochmal ohne den Wolfi, das ist erhältlich für 20 Euro auf dieser Internetseite. Das gibt es aber nur für kurze Zeit, also möglichst schnell zuschlagen. Alles im Shop erhältlich übrigens. Und für diejenigen, die das erste Kochbuch, das Zone-Kochbuch für Genießer, das ich veröffentlicht hatte, noch nicht haben, gibt es ein ganz spezielles Angebot, nämlich beide Bücher zusammen für nur 35 Euro. Beide Bücher kosten im Handel normalerweise 24,90 Euro und Sie können alle rechnen, das ist günstig, beide Bücher zusammen für 35 Euro, auch im Shop erhältlich. Ja, ich freue mich drauf, mit diesem Buch wieder auf Reisen gehen zu können und Menschen diese Rezepte wieder näher bringen zu können. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu entwickeln. Es sind, wie gesagt, 50 Rezepte drin. Die Fotos sind alle wieder sehr liebevoll gemacht und sehr aufwendig. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Nachfrage war schon groß, bevor ich angefangen hatte mit dem Buch. Und ja, ich freue mich drauf, Ihnen das präsentieren zu können und wünsche auch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.